Willkommen zu einer kleinen Produktvorstellung, ein bisschen Werbung für das Flywheel. Heute will ich euch mal ganz kurz in der Übersicht zeigen, was das überhaupt für ein Trainingsgerät ist, was man damit machen kann und wie man genau damit trainiert etc. Das zeige ich euch noch in weiteren Videos. Ihr habt vielleicht schon bei mir in den Livestreams gesehen, in den letzten Monaten, seit 6 Monaten benutze ich dieses Trainingsgerät schon und habe das bei mir in den Wintergarten gestellt. Und ihr habt gesehen in den Livestreams, wenn ich Krafttraining dort gemacht habe, bin ich auch immer wieder hier drauf gegangen und habe dort eben nochmal ein bisschen zusätzlich trainiert, was ich eben mit anderen Geräten nicht machen kann. Was kann das Flywheel gegenüber anderen Geräten? Es kann vor allen Dingen eben das exzentrische Training fokussieren und ihr habt im Endeffekt ein Trainingsgerät auf kleinem Raum, was man wie hier eben einfach ins Wohnzimmer stellen kann. Wenn ihr es nicht benutzt, dann könnt ihr natürlich andere Sachen einfach draufstellen. Das ist sehr stabil. Und dementsprechend nimmt es dann auch nicht viel Platz weg. Also gerade für Leute, die zu Hause trainieren wollen, die jetzt nicht unbedingt den Platz haben für einen Power Rack oder sowas, ist sowas natürlich eine wunderbare Sache. Gleichzeitig, gerade für Fortgeschrittene, mit der Fokussierung auf das exzentrische Training, Dropsätze und so weiter und so fort, ist es natürlich eine super Ergänzung, was ich auch gerne nutze, gerade als Läufer, wenn ich jetzt zum Beispiel Bergläufe mache oder sowas und dann eben auch exzentrisch den Berg runterlaufe, ist das eine sehr gute Trainingsmethode, um hier eben nochmal so ein bisschen einen draufzusetzen. Was bedeutet das Ganze jetzt? Wie funktioniert das Gerät überhaupt? So, ihr habt hier einen großen Kasten, der sehr stabil ist. Ja, der kommt auch dann entsprechend mit Spedition natürlich. Ihr habt hier drin eine Welle, wie ihr seht, mit einer Schwungscheibe, die hier vorne dran ist. Dann in der Mitte der Welle ist hier oder in der Mitte des Trainingsgerätes ist ein Loch, wo ich hier ein Ratschenseil habe mit einer entsprechenden Ratsche hier, wo ich dann eben auch noch die Höhe verstellen kann, je nachdem, was für eine Übung ich machen will. Dann habt ihr hier oben einen Karabinerhaken und an diesem Karabinerhaken kann man quasi alles an Trainingsgeräten dran basteln, was man eigentlich möchte. Ich habe hier auch einfach aus meinem Wintergarten zum Beispiel, was man eigentlich zum Trizepsdrücken nimmt, hier ein paar Seile, eine Stange kann man sich dran machen, aber auch für die Hüfte, damit man Kniebeugen machen kann, habe ich eben auch hier. Das heißt, ihr könnt verschiedenste Trainingsgeräte da dran bauen und habt dann alles Mögliche parat. Jetzt ist es so, das Prinzip dieses Trainingsgeräts ist einfach so, dass ich dadurch, dass ich jetzt hier an diesem Seil ziehe, die Kraft, mit der ich ziehe, wird dann übertragen auf die Welle unten und die bewegt dann dieses Schwungrad. Und das ist eben dann die Bewegungsenergie aus dem Schwungrad, die dann entsprechend wieder nach unten zieht. Das heißt, ich übertrage die Kraft aus meinem Bizeps jetzt quasi in die Drehenergie von diesem Schwungrad. Und jetzt ist es so mit dem exzentrischen Training, dass wenn ich mit einer bestimmten Geschwindigkeit eben hier ziehe, dass das Schwungrad sich aber weiter dreht und dann mein Muskel nach unten auseinanderzieht. Und das ist natürlich dann ein zusätzlicher Trainingsreiz, den ich dann gerne auch nutze. Jetzt kann ich aber die Geschwindigkeit variieren, indem ich halt mit geringerer Kraft nach oben ziehe. Das heißt, damit kann ich die Kraft schon einstellen. Wenn ich jetzt also hier den Bizeps trainieren möchte, kann ich das relativ locker machen. Ja? Wenn ich das erste Mal mache, würde ich erstmal relativ locker so trainieren. Dann kann ich vielleicht 20 Wiederholungen machen. Wenn ich jetzt aber mit deutlich höherer Beschleunigungsenergie dran ziehe, dann habe ich natürlich auch eine größere Kraft und kann vielleicht nur 10 Wiederholungen machen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig dran ziehe, dann brauche ich natürlich auch mehr Kraft. Dann kann ich das Ganze aber so als Dropsatz zum Beispiel machen, wenn ich jetzt halt meine 10 Wiederholungen mache, ziehe halt mit voller Kraft und schaffe jetzt keine 10 Wiederholungen mehr, kann ich danach mit geringerer Geschwindigkeit ja weitermachen. Ja, ich kann ja jetzt weitermachen, muss nur nicht mehr so feste ziehen. Das bedeutet, ich habe automatisch einen Dropsatz gemacht, ohne irgendwas umzustecken, ohne jetzt irgendwie Gewichte noch anders in die Hand zu nehmen, sondern ich kann direkt weitermachen und jetzt kann ich dann nicht mehr weiter, dann mache ich noch vielleicht ein bisschen langsamer und so weiter. Das heißt, das ist der große Vorteil, dass ich eben auch Dropsätze machen kann,
Gewicht verringern kann, ohne dass ich da was umstecken muss. Dann exzentrisches Training, zusätzlicher Muskelreiz. Wenn ihr normalerweise im Fitnessstudio einen Partner braucht, der dann eure Stange wieder nach unten zieht. Das heißt, ich ziehe nach oben und das Gerät zieht automatisch wieder nach unten. Und das mit höherer Kraft, als ich eigentlich halten könnte. Das heißt, wenn ich jetzt voll ziehe, ich kann das nicht halten. Ja, wenn ihr eine SZ-Stange habt und macht Bizeps Curls, könnt ihr die ja überall anhalten, die Stange. Das könnt ihr hier halt nicht, wenn ihr mit hoher Kraft eben zieht. So, ich ziehe jetzt, ich kann es nicht anhalten. Und das ist natürlich eine zusätzliche mechanische Belastung auf die Muskulatur, exzentrisch, die ich für einen Trainingseffekt natürlich nutzen kann. Klar, das ist jetzt nichts geeignet für Leute, die jetzt sich überlegen, ich fange jetzt mit Training an, das erste Mal, ich mache direkt exzentrisches Training, Muskel kaputt und so weiter, das ist natürlich Quatsch. Aber für Fortgeschrittene, aber natürlich auch für Anfänger, die können ja langsam mit den Gewichten anfangen. Ich kann aber natürlich zum einen über die Geschwindigkeit die Kraft steuern, aber ich kann auch weitere Schwungscheiben dran machen. Das heißt, ich kann mir dann eine weitere Schwungscheibe nehmen, die packe ich dann hier vorne dran. Die rastet dann so ein in so Ösen, die hier dran sind. Und dann habe ich natürlich mit der zusätzlichen Schwungscheibe eine größere Masse, die ich dann in Bewegung setzen muss, was eine größere Kraft eben ja, benötigt. Dementsprechend kann ich über die Schwungscheiben zusätzlich nochmal ein höheres Gewicht haben. Und das ist natürlich auch super. Jetzt ist es auch so, dass ich natürlich das Gerät einfach in die Ecke stellen kann, wenn ich fertig bin. Ich kann die Schwungscheiben draufpacken. Das heißt, ich kann natürlich auch meine ganzen Trainingsgeräte oder so kann ich drunter packen oder wie auch immer. Das heißt, das Gerät steht nicht irgendwo im Wohnzimmer dann dumm rum, sondern da kann ich andere Sachen noch draufstellen und dann ist es auch quasi verschwunden. Für kleinen Raum ist das eben super. Dann ist es auch nicht laut. Ja, also es macht keine krassen Geräusche. Ich muss keine Gewichte fallen lassen oder ähnliches. Ich muss keine Gewichte umstecken die ganze Zeit, wenn ich dann eine andere Übung machen muss, sondern ich verändere einfach nur kurz über die Ratsche, die hier halt dran ist, ne, verändere ich einfach nur kurz die Länge des Bandes und dann kann ich direkt schon eine andere Übung machen. Trizeps, ich kann Kniebeugen natürlich machen, ich kann alle möglichen Sachen machen. Findet ihr auch alles auf der Homepage und ein paar Sachen werde ich in Zukunft dazu auch noch machen. Natürlich ist das jetzt nicht das nächste Wundergerät, was man sich jetzt unbedingt kaufen muss oder sonstiges, aber man kann es auch gerne bei mir mal ausprobieren. Ja, also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr sagt, yo, interessiert mich einfach mal, wie fühlt sich das an, kommt einfach dann gerne vorbei, schreibt mir vorher eine E-Mail natürlich, kommt dann gerne vorbei mit Termin, dann könnt ihr das gerne einfach auch mal selber ausprobieren, das biete ich dann natürlich gerne an. Ansonsten gibt es natürlich noch einige Dinge trotzdem zu beachten. Man muss sich tatsächlich erstmal an die Bewegung gewöhnen. Das heißt, dadurch, dass ich eben im Endeffekt so eine runde Bewegung habe, ist das ein bisschen anders, weil das Gerät ja automatisch wieder nach unten zieht, ist das ein bisschen anders, als wenn ich eben Bizeps Curls oder ähnliches mache. Das heißt, der Bewegungsablauf muss ein bisschen geübt und trainiert werden. Das sollte man beachten. Das heißt, man muss sich damit ein bisschen Zeit nehmen auch. Man braucht mit Sicherheit mal so 10 Minuten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähnlich wie beim Fahrradfahren. Wie ist das jetzt, wie groove ich mich da ein? Ja, am Anfang hakt man da immer so ein bisschen, weil man eben nicht im Kopf diese fließende Bewegung dann hat. Das kommt aber mit der Zeit. Und man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man jetzt völliger Anfänger ist und sagt, ich kaufe mir jetzt ein Gerät für zu Hause, ich fange morgen an mit Fitnesstraining, macht erstmal ein, zwei Wochen Fitnesstraining einfach mit eurem eigenen Körper und dann könnt ihr euch natürlich immer noch überlegen, weitere Geräte zu kaufen, aber das empfehle ich eigentlich immer, selbst beim Fitnessstudio. Ich werde in Zukunft, wenn euch das interessiert, Fragen dazu beantworten, noch weitere Trainingsvideos dazu machen. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, was euch dazu interessiert, zu dem Flywheel. Ansonsten findet ihr natürlich auch unten einen Link, wo ihr euch das Gerät dann auch angucken könnt. Und ansonsten probiert es auch gerne aus. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, ich werde auch in Livestreams und so immer wieder darauf trainieren. Und da könnt ihr natürlich auch gerne fragen und zuschauen. Funktioniert wunderbar. Also von daher bin ich davon auch definitiv überzeugt. Also bis zum nächsten Video, euer Daniel.